So, 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 YouTube. Hallo, hallo. Herzlich willkommen zurück zu 10 Days to Die. Da sind wir wieder. Wir haben ein paar Sachen gemacht und sehr erfolgreich. Wir haben eine Axt und eine Spitzhacke hergestellt. Und jetzt wollte ich noch Pfeilspitzen aus Eisen herstellen. Dann können wir nämlich nochmal Pfeile machen. Ich nehme jetzt so die letzten Pfeile normale mit, nicht? Und dann haben wir eigentlich genug Eisenpfeile für die nächsten Male. Wir werden unterwegs ja noch mehr finden. Und so sieht's aus. Die Axt-Spitzhacke wird bald fertig. Und soweit so gut. Ich brauche ein paar Baublöcke, ne? Da habe ich ein paar wenige. Da würde ich nochmal so ein bisschen nachlegen. So, wir können es ja auch so machen. Ich muss ja nicht immer die Blöcke da hinsetzen. Aber Blöcke ist halt einfach, da muss ich das hier nicht immer umändern. Ich muss nur aufpassen. Durch die... das fällt hier gerne runter, wenn da diese Stacheldrahtdinger sind. Ja, wir brauchen einfach mehr Eisen. Das ist eigentlich so das Hauptziel. Aber ich glaube, mit den Sachen, die wir haben... Nee... Könnte ich das Fahrrad platzieren? Achso, ich muss das da unten reinmachen, nicht? Okay. Na? So. Die Stadt im Süden, im Osten, nicht, ist die. Die ist mehr im Osten als im Süden. Da wollen wir nochmal hin. Die restlichen Sachen so holen. Das Working Stiff Tool aufluten und. Ah, und wir reden gerade über Regen, nicht? Heute ist hoffentlich einer der letzten heißen Tage. Es ist auf jeden Fall super nervig. Wir hatten in Sachsen 3 Tropennächte. Und das merkt man und das ist auch sehr unangenehm. Also nachts wird es halt kaum kühl, tagsüber ist es drückend. Und ich war vorhin draußen, es war wie in der Sahara. Und dann war ich in so einem Durchgang, nicht, wo so eine Art Brücke war. Unter der Brücke, da ist der in Tornado-Geschwindigkeit, wirklich. Da ist so eine Packstation und sowas. Und ey, die Türen wurden einfach zugeknallt von denen die ganze Zeit. Das war so krass windig. Mir sind auch fast Sachen einfach aus der Hand weggeflogen. Also, ich sag euch, ne. Also, unangenehm. War aber schön kühl wegen Sinn. Aber zu windig. Also es fühlte sich wirklich an wie in so einem Windkanal oder so. Aber ich freue mich, wenn es wieder kühler wird. Und ja, für viele, wo es nicht regnet, nicht, das ist echt nicht gut für den Boden. Zu lange trocken, zu heiß, dann zu nass, dann zu heiß. Sondern dieses regelmäßige, gleichmäßige wäre auf jeden Fall sinnvoller. Aber ich glaube, das können wir uns nicht mehr aussuchen. Da müssen wir einfach mit dem, was wir inzwischen bekommen, einfach auch leben, nicht wahr? Und Kevin ist ja in der Domrep, ja, der macht sich ein schönes Leben und verbrennt sich selber. Das könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr darauf steht. Fahre ich richtig? Ja. Jetzt fahren wir richtig. Oh, da war noch ein Nest. Wir haben eh noch nicht die Spitzhacke, da müssen wir eh noch ein bisschen warten. Oh, wir fahren einfach langsamer. Ich glaube, dann sehen wir die Sachen besser. Thüringer Klöße mag ich sehr. Die schmecken mir am besten. Das stimmt. Bei dem Bayerischen ist ja immer noch so ein Brösel-Zeug irgendwie mit drin. Ich glaube, das haben die anderen nicht, oder? Ich mag das nicht, wenn man da drin in sowas Hartes reinbeißt. Bin ich nicht so der Fan von. Wobei ich sagen muss, dieses Jahr habe ich am besten gegessen, als ich in Bayern war. Aber ansonsten war ich auch nur an der Ostsee, nicht? Da wart ihr ja hoffentlich mit dabei. Ich hoffe, ihr habt die Streams gesehen. Ansonsten müsst ihr sie nachgucken, fleißig.
wie ich gewandert bin. Wir waren auch zusammen in Hamburg. Wir haben eine Zugfahrt gemacht mit ganz wenig Internet. Da muss ich auch mal eine Lanze brechen. Es gibt Regionen in Deutschland, die haben den perfekten Internetausbau. Und sobald du an die interne, das ist nicht mal eine Bundeslandgrenze, sondern eine interne Regionsgrenze kommst, dann hast du sofort, du siehst die ganze Zeit regelmäßig im Kilometerabstand Handymast, Handymast, Handymast. Nichts mehr. Nordbrandenburg zum Beispiel ist so ein Ding. Ganz im Norden von Brandenburg, rüber nach Schleswig-Holstein da, unter Schwerin auch, die Ecke. Da ist super ausgebaut, so zwei, drei Ecken. Und bam, dann wieder gar nichts. Oh, oh. Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Ich weiß es auch nicht. Von Klößen, von Wetter zu Klößen hin zu scheiß Internet in Deutschland für IRL-Streams immer der Tod. Ja, und ich habe mein Fahrrad heute abgeholt, bedeutet, hat 250 Euro gekostet, die Reifen zu reparieren, aber jetzt habe ich neue drauf, die noch unkaputtbarer sind. Heißt, wir könnten eigentlich nochmal in Angriff nehmen, zum Beispiel nach Gleithain zu fahren. War ja eigentlich eine schöne Tour, oder? Also, so hat mir schon gefallen. Ich hätte gern ein bisschen mehr mir angeguckt, auch das Schlossfest, was da war. Vielleicht hätte ich da gern gehalten, aber da ist genau der Reifen kaputt gewesen. Das war ein bisschen ungünstig. Polnisch haben ein kleines Loch für die Soße, okay. Klößebrötchen als Füllung. Okay, ich mag die ohne Füllung auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was das für welche sind. Aber als Ur-Berliner bin ich eh hauptsächlich Currywurst-Fan. Aber dann auch nur die original Berliner Currywurst. Rad? Da. Pff. War einfach weg. Das ist ein Lied. Ah, okay. Ja, ich kenne ein Lied, das kennt, glaube ich, jeder, nicht? Brandenburg, Brandenburg. Ah. Ja, wir können ja hier mal kurz erkunden fahren. Nicht, wir haben ja nichts weiter vor. Würde mich gern wissen, ob von der Straße. Entschuldigen Sie? Aber haben Sie ein Ticket gezogen? Sie haben keinen gültigen Fahrausweis. Der steckt echt was ein. So, aber nicht genug für mich. Larry, unbesiegbar. Außer in Fällen, wo er stirbt, TM. Ich mache mir auch Currywurst die Tage. Ja, ich finde, selbstgemachte Currywurst ist dann auch doch nochmal was anderes. Gegenüber der, die man zumindest in Berlin bekommen hat. Die hatten alle ja wirklich Oma-Spezialsoßen-Rezepte, die sind heutzutage ja alle verloren gegangen. Deswegen, wenn man dann bei Curry 36 Currywurst isst, das ist halt nicht das, was man vor 20, 30 Jahren an Currywurst bekommen hat. Kann ich nicht empfehlen, ist mit einer der schlechtesten Currywurstläden. Ist halt Touristenabzocke. Und jeder Tourist, der da hingeht und denkt, das ist die gute, richtige Currywurst, hat keine richtige Currywurst in Berlin gegessen. Weil es wesentlich bessere gab, zumindest vor Corona, aber ich denke, die meisten Läden, gerade mit älteren Personen, die das noch betrieben haben, haben während Corona dann zugemacht und damit ist, glaube ich, auch ein großer Teil der Currywurst-Identität verloren gegangen, leider. Aber so ist es halt. Die Welt dreht sich weiter. Es werden neue Sachen kommen. Und ja, gucken wir mal, nicht wahr? Okay, hier ist auch noch ein See. Am See bauen ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich habe auch schon mal auf dem See gebaut. War eigentlich gar nicht verkehrt. Weil die Zombies da natürlich langsamer sind. Andererseits sieht man nicht die, die über dem Boden krauchen. Und sich irgendwie festhangeln. Und die Basis langsam untergraben. Auch schlecht. Ich glaube, in dem Spiel ist absichtlich halt auch alles so, dass es Vor- und Nachteile hat.
Ich war noch niemals in Berlin. Ich war noch niemals auf Hawaii. Sang noch niemals du, 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 du. Ja, ich sag euch so, ich als ehemaliger Berliner bin nicht mehr in Berlin, weil man nicht in Berlin gewesen sein muss. Ich finde jetzt auch, Berlin hat historisch wenig zu bieten, weil es halt einfach komplett zerbombt wurde. Alles, was man sieht, ist einfach nur noch nachgebaut oder rekonstruiert. Also, da würde ich eher nach Prag fahren, wenn man wirklich sowas sehen möchte, nicht? Ansonsten hast du überall, außer stehst auf Stahlbetonbauten, dann bist du in Berlin richtig. Da hast du auf jeden Fall noch was von. Ansonsten ist es laut, Verkehr, muss man halt mögen, sowas, nicht? Also, ich finde schon, Leipzig ist inzwischen viel zu voll geworden. Ist mir eigentlich auch nicht mehr sowas. Als die Entscheidung fiel, nach Leipzig zu ziehen, war auf jeden Fall alles ein bisschen, ja, leerer. Hey. Sehr gut, wir haben's. Entschuldigen Sie, Sir. Vielen Dank. So, wo war's, Hühnchen? Da ist es doch. Nochmal 100 Federn. Ich glaube, das ist eine gute Sammelstatistik für heute. Aber ich liebe es, in diesem Spiel halt auch Nester zu sammeln. Fahrrad. Und ich glaube, wir haben da hinten noch eine Stadt entdeckt, nicht wahr? Oder was ist das? Nee, es könnte nur was Kleines sein. Ach, das ist wieder... Sieht auf jeden Fall so aus, als ob es interessant sein könnte. Wo ist denn die Spitzhacke? Da ist sie. Oh. Sieht aber auch nach Hund aus. Ich sehe hier gar nichts. Oh oh. Das geht doch mal gut. So ein Ding. Okay. Alles verschlossen hier. So eine Scheiße. Wohnt hier jemand? Hallo? Hallo? Die spawnen erst, wenn ich auf den Boden gehe. Kann das sein? Da. Den haben wir gesehen. Du bist tot. Du bist auch tot. Ich habe ein bisschen Respekt. Ich höre sie auch schon.
Wow. Mein Gott. Alter. Hat er mich erschreckt. Oh. Oh. Dürfte es easy hinbekommen. Ist ja Stufe 1. Ja, aber es geht ja ums Erschrecken. Das ist das Schlimme. Ich habe ja nicht mal davor Angst, dass die Gegner stark sind und ich wegrenne oder so. Sondern, dass ich mich so erschrecke, weil auf einmal einer hinter mir steht. Oder ein Hund halt ankommt. Ich höre die auf jeden Fall. Und wenn sie dann auf einmal hinter einem stehen, dann ist halt echt übel. Puh. Boah. Sowas meine ich. Ach du Scheiße. Frau Doktor, so können Sie nicht mit mir umgehen. Mein Gott, ich war doch noch gar nicht dran. Ich hatte gar keinen Sprechstundentermin. Alter, da. Leute. Alter, das meine ich. Das geht so gar nicht. Gerade vor allem, wenn ich mich auf was anderes konzentrieren will, nicht? Okay, ich habe mich auf jeden Fall mehr erschreckt als die letzten Male irgendwo anders, nicht? Wow. Aber die Axt ermöglicht uns auf jeden Fall, in andere Gebiete vorzudringen, nicht wahr? Da ist eine ganze Horde gerade, nicht? Ah, hier war ich ja gerade drin. Habe ich mein Fahrrad draußen gelassen? Oh oh. Naja, wenn nicht, müssen wir ein neues bauen. Oh oh. Ah. Wo kam sie eigentlich her? Hat uns ordentlich einen eingeschenkt. Oh oh. Zu viele. So. Ich hoffe nicht, dass die eine hier irgendwo hochspringen kann, die eben so schnell war. Kommen aber von überall gerade. Wo ist sie denn? Da hinten sind noch mehr.
Ah, links steht das Rad. Warum krieg ich die nicht? Naja, egal. Wo ist sie? Ich baue mal wieder meinen Notfallweg. Da ist er doch. Kommen wir mal her. Oh Mann. Geht doch. Okay. Irgendwie treffe ich die manchmal nicht. Also da kann ich noch so viel zielen, nicht? Es geht durch die durch. Es gibt einfach Zombies, die... Da kann ich tun, was ich will. Ich weiß nicht, wie viele da drin sind. Wir sammeln erstmal schön diesen Sack ein. Da draußen sind noch mehr. Oh Mann. Autsch, der ist sogar aufs Dach gekommen. Das Level 1 Ding nicht gefährlich und dann kommt so eine scheiß Horde. Räuberleiter, ja, die sind echt mies drauf. Sorry, ich bin gerade ein bisschen unter Druck. Oh Mann. Die Muttis machen mir zu schaffen. So. Guten Tag. Oh, ich glaube, wir haben's. Es dürften hier nur noch eins oder zwei drin sein. Genau, gibt hoffentlich ein paar Lootbags. Wow. Alter, wo kamen die denn jetzt her? Und schon wieder ein Pfeil durch sie durch. Und schon wieder ein Pfeil durch sie durch. Das ist halt... Manche... Dann ist es doof. Gerade wenn die so rennen, dann geht er durch den Bauch. Die war im Schrank. Ja, aber bei dem Krach, dass die vorher nicht rausgekommen ist, nicht? Und ich habe die Tür extra auf und zu gemacht, weil ich dachte, komm, locke ich sie mal an. Ja, ja, du hast Hunger. Kannst du haben. Bringt das hier was? Nein. Hier ist auch noch irgendwo eine. Ach, dahinter. Okay. Die ist aber auch nicht durchgekommen. Also jetzt noch eine halbe Horde, kann das sein? Wo ist die denn? Hä? Die ist nicht hier drin? Die ist nicht draußen? Muss da an der Seite sein, nicht? Hier war die drin, in dem Schrank. Fiese Sau. Naja, von außen. Mach einen Krach. Und dann sind sie nicht mal beteiligt hier. Okay. Gucken wir uns mal an. Ja, da ist er. Entschuldigen Sie, Sie haben keinen Termin. Wunderbar. Nee. Hä?
Die war da irgendwo drin. Okay. Der Hidden Zombie. Klasse. Wo waren sie denn? Auf sie habe ich gewartet. Sie hat einen Termin. Unten drunter. Ah. Okay, wie auch immer sie da hingekommen ist. Mein Gott. Das war jetzt Aufregung pur. Ohne die Horde nicht, da wäre das easy peasy hier gewesen. So, den haben wir auch noch getroffen. Das war eine ganz schlau. Die hätte mich fast bekommen, so. Hätte im richtigen Moment den Boden durchgenagt, nicht? Wenigstens habe ich das Rad gut weggeparkt. Ich glaube, das hat nichts abbekommen. Ah, sehr gut. Uff, reicht. Ab nach Süden. Was haben wir überhaupt noch bekommen? Also, auf dem Berg mit dem Rad anhalten ist nicht gut. Okay, dann halten wir hier. Kann ich noch die beiden Dinger looten. Oh Mann. Ja, wird Zeit, dass wir auf Pistole doch rübergehen. Ich wollte eigentlich so der Bogenjunge bleiben, aber langsam, glaube ich, neigt sich Schlagringe. Ah. Selbstgebaute Gewehre. Ah. So, wir essen was. Wir trinken was. Oh, wir haben da einen Gürtelmod für irgendwas. Die können wir auch mal dann angucken, die ganzen Mods, die wir haben. Das Gute ist, in der Nacht können wir jetzt einfach mit der Spitzhacke nämlich im Erdboden buddeln. Das heißt, die Nacht ist nicht mehr ganz so vertan. Ich versuche es natürlich aus den Aufnahmen ein bisschen rauszuhalten. Aber ich kann euch nichts versprechen. Je nachdem, wie das Timing ist, läuft es mal besser und mal schlechter. Irgendwann geht es auch nicht anders, ja. Glaube ich halt auch. Aber Bögen macht an sich ja Spaß, aber das ist wie mit Pistolen, wenn die einfach durchgehen, dann ist halt auch irgendwie frustrierend. Na gut. Das Ding sieht ja auch fancy aus. Aber Level 1, da gibt's Holz immerhin, können wir schnell noch mitnehmen. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. So, geht doch. Viel auf einmal kommen ist eine Waffe auf jeden Fall besser mit einer höheren Schussrate, ja. Ist doch so ein Trap-Ding hier. Wir können schon gar nicht mehr alles mitnehmen, aber Zement wäre schon wichtig, nicht? Oh, den habe ich gar nicht gehört. Entschuldigen Sie. Wow. Da ist also der Handwerker geblieben. Mein Gott. Und ich habe schon gedacht, er ist nie fertig geworden. Aber er arbeitet ja noch fleißig. Also arbeitet er. Oh Mann. So. Wrench, ein bisschen Metall. Und ich würde sagen, wir machen weiter in der nächsten Folge. Bis gleich.